Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, die FDP hat einen schlanken Gesetzentwurf geschrieben, der Gemeinden die Möglichkeit eröffnen soll, Carsharing-Stationen im öffentlichen Raum zu ermöglichen. Und da kann ich sagen, aus unserer Sicht spricht da überhaupt nichts dagegen. Und ja, ich finde, wenn die FDP jetzt sagt, man muss nicht alles selber besitzen, man kann auch teilen, dann ist das ein Ansatz, der uns als Linke sehr entgegenkommt. Und Frau Müller, an der Stelle verstehe ich erneut Ihre Aufregung nicht. Wenn die FDP etwas Sinnvolles einbringt in den Landtag, dann freuen wir uns doch gemeinsam drüber und diskutieren wir drüber. Und ich finde jetzt die Äußerung zu sagen, der Gesetzentwurf der FDP, man betrachtet das als Material für die Landesregierung. Also man muss schon mal daran erinnern, dass die Gesetze immer noch der Landtag beschließt und nicht die Landesregierung. Und Herr Bamberger, ich fand, als Ihre Rede klang ja erst so, als wollten Sie den Gesetzentwurf der FDP inhaltlich begründen, bis Sie dann noch irgendwie versucht haben, ganz scharf die Kurve zu nehmen und den Ausweg zu finden, um zu sagen, dass man ihm am Ende doch nicht zustimmt. Ich finde, lassen Sie uns an der Sache diskutieren. Ja, Carsharing ist sinnvoll, weil die meisten Autos stehen 23 Stunden am Tag in der Gegend rum und brauchen viel Platz, viele sogar tagelang. Und gerade in den Städten gibt es viele Menschen, die überhaupt kein eigenes Auto mehr haben, weil sie es nicht brauchen, aber eben ab und an mal eins benötigen, weil sie schwere Dinge transportieren müssen oder irgendwo hin müssen, wo eben keine Bahn hinfährt. Und in Hessen findet man zwei verschiedene Varianten von Carsharing, mit Stationen und ohne Stationen, also das bereits diskutierte Free-Floating-Carsharing und eben das stationsgebundene. Und beide Systeme heißen Carsharing, haben wir wirklich relativ wenig miteinander zu tun, weil sie sehr unterschiedlich funktionieren. Die Free-Floating-Angebote, also die, über die wir heute nicht reden, die bedeuten, dass man ein Auto in der Stadt findet oder per App sucht, damit fährt und es irgendwo dann wieder abstellt. Die Fahrt wird in der Regel nach einem Minutenpreis abgerechnet. Und in der Natur der Sache liegt es, dass diese Autos eben nicht verlässlich bereitstehen, sondern sie sammeln sich oft tagsüber in der Innenstadt und abends sammeln sie sich dann in den Wohngebieten. Und manchmal hat man morgens eins vor der Tür stehen und manchmal eben nicht. Und das führt dazu, dass diese Fahrzeuge eben nicht verlässlich und planbar zur Verfügung stehen und oft auch eher spontan genutzt werden, so nach dem Motto, oh, da steht hier eins, dann nehme ich das doch. Das heißt also eher in Konkurrenz tritt mit dem ÖPNV oder eben auch Wege zu Fuß zurückzulegen. Und beim klassischen stationsgebundenen Carsharing, um das es heute geht, sieht das ganz anders aus. Nämlich man trägt sich vorher online für einen Zeitraum ein, man kann das Auto planbar und verlässlich nutzen, bezahlt einen bestimmten Preis pro Stunde und ein paar Cent pro gefahrenen Kilometer. Und das kann ein eigenes Auto oder einen Zweitwagen zumindest gut ersetzen, wenn man das Fahrzeug nicht täglich braucht. Es ist also verlässlich, es ist planbar und es ist auch ökonomisch, also preislich, sehr attraktiv. Weil man holt das Auto an einer Station ab, die in der Regel nahe am Wohnort ist, bringt es danach wieder hin. Und diese Standorte sind heute in aller Regel Hinterhöfe oder Parkhäuser. Und das ist auch gut, weil so der öffentliche Raum von parkenden Autos entlastet wird. Manchmal aber gibt es in einer Wohnsiedlung aber eine Nachfrage nach Carsharing-Fahrzeugen, aber eben keine geeigneten Stellplätze. Und dann wird häufig ein bestimmter Straßenzug oder ein öffentlicher Parkplatz als Station genutzt. Das funktioniert grundsätzlich, bedeutet aber dann auch, dass man erst einmal nach dem Auto suchen muss, je nachdem, wo die Vornutzer es abgestellt haben. Und hier könnte ein fest eingerichteter Parkplatz im öffentlichen Straßenraum sinnvoll sein. In Berlin zum Beispiel findet man solche Parkplätze schon seit Längerem am Straßenrand. Und trotz allem sollte es natürlich unser Ziel sein, parkende Autos aus dem öffentlichen Raum möglichst zurückzudrängen. Den Kommunen aber die Möglichkeit zu geben, Carsharing-Angebote hier zu fördern, das findet unsere Zustimmung. Und deswegen sage finden wir, dass stationsgebundenes Carsharing ein sinnvoller Baustein ist einer Verkehrswende, eine Verkehrswende, die auf den ÖPNV setzt, eine Verkehrswende, die darauf setzt, dass man den Fußverkehr und den Radverkehr stärkt, aber eben auch Carsharing zu fördern. Das ist sinnvoll, und deswegen halten wir den Gesetzentwurf, finden wir, dass der auf jeden Fall in die richtige Richtung geht und dass man das so machen kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Wissler.